Moin moin und herzlich willkommen zu diesem X4 Foundations Guide. Ergänzend zu meinem Hauptquartier Guide möchte ich heute zeigen, wie genau ihr Forschung betreiben könnt. Hierbei werden die Materialien, welche für die Forschung benötigt werden, ganz bequem zu eurem Hauptquartier transportiert und ihr müsst selber kaum etwas machen. Was genau ihr dafür tun müsst, das zeige ich euch jetzt. Bitte bedenkt, dass dieser Guide am 29.08.2022 aufgenommen wurde und sich Kleinigkeiten in zukünftigen Patches ändern können. Zuallererst müsst ihr für eure Station einen Manager besorgen, welcher den Schiffen Befehle gibt und sich allgemein um die Station kümmert. Diesen könnt ihr genauso anwerben wie einen Piloten und passende Anwerber findet ihr quasi auf jeder Station. In meinem Fall ist das Feld des Managers ausgegraut, da ich der Station schon einen zugeteilt habe. Bei euch ist das Feld allerdings anklickbar. Um überhaupt forschen zu können, müsst ihr ein Lager für die Rohstoffe haben, welche für die Forschung benötigt werden. Glücklicherweise ist dieses Lager standardmäßig erforscht und kann an eurer Station angebaut werden. Danach noch ein Budget zuteilen, ein Konstruktionsschiff anheuern, das kennt ihr ja schon aus dem Hauptquartierplot. Wenn ihr es noch nicht getan habt, solltet ihr jetzt ein Forschungsprojekt im Forschungsbaum auswählen. Welches ist hierbei völlig egal, aber ich würde mit der Teleportation beginnen, da dieses Projekt doch relativ wichtig ist und, nun ja, Teleportationen ermöglicht, was euren Bewegungsspielraum drastisch erhöht. In den Forschungsfenstern seht ihr auch die Materialien, welche ihr benötigt, um mit dem jeweiligen Forschungsprojekt zu beginnen. Habt ihr alle Vorbereitungen getroffen und ein Forschungsprojekt gewählt, müsst ihr für dieses nun Credits bereitstellen. Dies solltet ihr in regelmäßigen Abständen tun, damit auch weitere Forschungsprojekte finanziert werden können. Dafür klickt ihr auf die Station, dann auf Informationen und dort könnt ihr der Station ein Budget zuteilen, welches euer Manager für die Forschungsmaterialien verwenden kann. Nun müsst ihr der Station nur noch ein Schiff zuweisen, es unter die Kontrolle des Managers stellen und schon kann es losgehen. Nach einer kurzen Suchphase fliegt euer Händler los und besorgt die Materialien für eure Forschungsprojekte. Solltet ihr allerdings kaum Stationen im Universum aufgedeckt haben, kann dies teilweise sehr lange dauern oder teils unmöglich sein. Sollte euer Händler nicht in der Lage sein, passende Ressourcen zu finden, ist dies ein Zeichen dafür, dass ihr dringend mehr Sektoren und Stationen aufdecken solltet. Am besten diese auch mit Satelliten ausstatten, damit ihr immer aktuelle Preise vorliegen habt. Manchmal hilft es auch, den Händler dem Manager neu zuzuweisen, sollte er sich in einer Art von Kann-nicht-handeln-Schleife befinden, obwohl es mehr als genug passende Angebote in aufgedeckten Stationen gibt. Ihr könnt, wie ich es gerade getan habe, auch ein zweites Schiff für eure Station kaufen und es auf die genau gleiche Weise zuteilen. Mein anderes Schiff war sehr klein und musste sehr oft fliegen, weswegen ich einen Merkur zur Verstärkung gekauft habe. Die letzten Materialien werden gerade vom Merkur geliefert und die Forschung kann beginnen. Nun wird ein Timer runtertickern und sobald dieser abgelaufen ist, ist die Forschung erfolgreich beendet. Jetzt kann ein weiteres Projekt gewählt und auf die genau gleiche Weise freigeschaltet werden. Das war mein Guide zur Forschung in X4 Foundations. Ich hoffe, er hat euch gefallen und falls ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Das freut mich nicht nur, sondern unterstützt mich auch. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg im X4-Universum.